Grüß Gott, liebe Leute. Heute am 19. Januar 2021 ist Donald Trumps Amtszeit quasi abgelaufen und es wird immer noch spekuliert, ob Trump nicht doch irgendwie im Amt bleiben wird. Viele hoffen darauf, Zeit nochmal einen Abgleich des Geschehens zu machen. Global hat die Hochfinanz zwei Möglichkeiten. Entweder das absurde Theater immer weiter zu treiben oder noch einen Schwenk einzubauen, um ihre Lösungen durch ihre Retter an den Mann zu bringen. In den USA können sie entweder die NWO weiter auf kürzestem Weg mit Biden anstreben oder sie orchestrieren einen Schwenk, bei dem Trump im Amt bleibt, um den Retter zu spielen. Im Moment ist das Theater so extrem und so absurd, dass sie die Menschen damit einerseits in eine noch extremere Verblödung und andererseits in die Radikalisierung treibt. Dabei, beides ist Absicht. Während sie in den USA immer noch die Möglichkeit hat, entweder Trump zum Diktator für die einen und Retter für die anderen zu machen, oder Biden die NWO auf geradem Weg durchziehen zu lassen und die Patrioten, also sie Sturm auf den Kapitol, dann als gefährliche Nazis und Terroristen zu verfolgen, haben sie bei der Frage der Impfung die gleiche Option oder stellt sich die gleiche Frage. Die Menschen werden so offensichtlich krank von den Impfungen, dass sie den Zusammenhang nicht lange werden verschleiern können. Hier denke ich allerdings, dass das Maß an Verblödung nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie das Ganze ohne einen Schwenk Richtung einer orchestrierten, irgendeiner Form orchestrierter Befreiung durchdrücken können. Nimmt man nun die Frage, ob es bei der Präsidentschaft in den USA noch einen Schwenk geben wird und den Umstand, dass sie mit den Impfungen ohne einen Schwenk eigentlich wahrscheinlich nicht fortfahren können zusammen, dann deutet dies zwar nicht unbedingt darauf hin, dass Trump vielleicht doch noch Präsident bleibt, es lässt aber vermuten, dass sie weiterhin eine wichtige Rolle für Trump vorgesehen haben, damit auch er ihre NWO weiter mit vorantreibt. Trump und die Unterstützung, die er von den Patrioten in den USA und in Europa erhält, sind für die Hochfinanz ein wertvolles Kapital. Dadurch stellt sich die Frage, ob es in den USA nicht auch noch einen dritten Weg geben könnte, der für die Zwecke der Hochfinanz noch besser geeignet ist, um ihr Kapital namens Donald Trump auf einem solchen dritten Weg noch besser auszunutzen und weiterzunutzen. Diese Frage können wir uns beantworten, indem wir uns die weiteren Ziele der Hochfinanz mit den USA und dem Westen vor Augen führen. Rekapitulieren wir den Status quo des tiefen Staats im Hintergrund noch einmal. Im März 2020 ist der Alleingang der US-Elite zu Ende gegangen. Gleichzeitig, praktisch im selben Moment, hat die Hochfinanz die globale Corona-Krise inszeniert. Mit dieser Krise verfolgt sie gleich mehrere Ziele auf einmal. Eines davon ist ihre Rache an der US-Elite, die durch den globalen Lockdown ihrer globalen Macht beraubt wird und eines großen Vermögens. Und ein weiteres Ziel hängt unmittelbar damit zusammen, nämlich China endgültig zum globalen Steuerungszentrum zu machen. Ein weiteres Ziel hängt ebenfalls eng mit diesen beiden zusammen, nämlich die Zerstörung der westlichen Völker und Staaten. Für diese drei Ziele ist es eigentlich nicht wichtig, ob Trump oder Biden nächster Präsident wird. Denn durch den Sieg der Hochfinanz in den USA im März 2020 hat sie jetzt natürlich beide Kandidaten voll unter Kontrolle. In Bezug auf das Ziel der Zerstörung der USA und des ganzen Westens kann es nun sogar vorteilhaft sein, beiden Figuren eine gewisse Macht zu geben, um sie für die Zersetzung der USA zu nutzen. Valery Piakin hat in seinem neuesten Video über den unvermeidlichen Zerfall der USA über die entsprechenden Ziele der Hochfinanz gesprochen. Viel wichtiger als die Frage nach dem nächsten Präsidenten ist demnach der Umstand, dass der oberste Gerichtshof der USA am 12. Dezember 2020 dem Antrag von 22 US-Staaten stattgegeben hat, dass sie sich nicht an das Bundesgesetz halten müssen. 22 andere Staaten waren gegen den Antrag. 6 Staaten haben sich enthalten. Die Quersummen des Datums des Beschlusses
12.12.2020 lauten also 3, 3 und 2, 2. Wir haben ja also zweimal die Zahl 22, also die in der Summe 44, sowie die Zahl 6 bei den Staaten. Und beim Datum die 22 und die 33, bei denen es sich in allen Fällen um wichtige Freimaurerzahlen handelt. Die 44 symbolisiert die Qualität des Richtungsweisenden. Wenn die 44 aufgespalten wird in 22 plus 22, also jeweils 22 Staaten, dann symbolisiert dies, dass hier die Weichen für eine Aufspaltung der USA gestellt werden. In dem Datum sowie in der Zahl der Staaten ist also verschlüsselt, dass die USA aufgespalten werden soll und dass die Hochfinanz hinter diesem Beschluss des Obersten Gerichtshofs steckt. Das Video Valeo-Piarkins ist unten verlinkt, ihr könnt es euch anschauen. Wenn 22 Staaten das Bundesgesetz an die oberste Stelle setzen wollen und 22 Staaten selbst über diesem Gesetz stehen wollen, dies jetzt auch ganz offiziell dürfen, dann sind die Weichen in den USA mit Blick auf die sich weiter verhärtende Unversöhnlichkeit zwischen den beiden politischen Lager deutlich auf eine Aufspaltung des Landes gestellt. Die folgenden Gedanken sind nicht in diesem Video enthalten, sondern schließen sich daran an. Es ist sehr wohl denkbar, dass eine Situation entsteht, in der Biden oder in Anbetracht seiner Demenz irgendein anderer Demokrat, Kamala Harris zum Beispiel, an der Spitze der demokratischen Staaten und Trump an der Spitze der eher konservativen Staaten stehen wird, die sich ganz offiziell gegen die NWO-Politik des Bundesstaates richten. Man wird also die ganze Energie, die Demokraten im Kampf gegen die ihrer Meinung nach faschistische Trump-Politik einsetzen, sowie die ganze Energie, die die Konservativen im Kampf gegen den marxistischen Mainstream aufwenden, in eine Spaltung des Landes lenken. Diese Spaltung wird den Status der USA als globale Supermacht endgültig zerstören und die Steuerungsfunktion Chinas in der Welt unangefochten machen. Die Aufspaltung der USA wird der Hochfinanz ebenfalls helfen, die ganze westliche Welt also komplett zu verarmen. Da es die Konservativen sein werden, die sich mit einer Art gegen Präsident Trump von den USA abspalten, werden sie, also die Konservativen und die Patrioten in der öffentlichen Wahrnehmung schließlich als die Schuldigen am Zerfall und der Verarmung der USA dastehen und damit auch den Patriotismus zerstören, der das letzte Hindernis vor der Errichtung der Weltdiktatur ist. Es geht also nicht um Biden oder Trump, sondern letztlich wahrscheinlich um Biden und Trump, um die USA endgültig zu zerstören. Die Trump-Anhänger verstehen nicht, dass Trump die Patrioten nur anführt, um ihre Energie für die Ziele der Hochfinanz zu kanalisieren. Er weiß, dass das so ist. Der Umstand, dass Trump die Wahl eigentlich gewonnen hat, hat eine Empörung über den tiefen Staat hervorgerufen, welche die Bereitschaft der Konservativen, sich hinter Trump zu stellen, steigern und ihre Abspaltungsneigung erhöhen wird. Die Hochfinanz spielt also sehr zielgerichtet mit den Emotionen der Patrioten. Da es die konservativen Staaten sind, die sich dem US-Bundesgesetz nicht mehr unterstellen wollen, wird es wahrscheinlich doch nicht zu dem von Q in Aussicht gestellten Schwenk, sondern ganz regulär zu einer Präsidentschaft Bidens kommen, sodass Trump die Opposition anführen und die konservativen Staaten sich unter seiner Führung schließlich von den USA abspalten werden. Die ganzen Darstellungen in einigen alternativen Medien, dass das Militär die Regierung Biden und den tiefen Staat absetzen wird, dient, wie es jetzt aussieht, nach wie vor und wie schon seit Trumps Amtsantritt nur dazu, die Patrioten weiter hinzuhalten, damit sie durch ihre vergebliche Hoffnung auf den Erlöser Trump frustriert und schließlich neutralisiert werden, indem sie resignieren. Am Ende wird Trump, der die Wiederherstellung der USA versprochen hat, der Hochfinanz geholfen haben, die USA sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu zerstören. Und das ist nicht patriotisch. Es spielt keine Rolle, was Trump sagt, wenn seine Taten genau bewirken, was die Hochfinanz will. Man kann eine solche Steuerung der Hochfinanz mit dem Segelsport vergleichen. Also der Wind, seine Stärke und seine Richtung symbolisieren dabei die Absichten der Wähler, hier die Patrioten,
die mehr als deutlich machen, in welche Richtung sie die Dinge bewegen wollen. Das Segel symbolisiert die Umsetzung dieser Absicht in eine politische Unterstützung Trumps und das Lenkruder symbolisiert hier Donald Trump in Person, der das Schiff in eine völlig andere Richtung steuert als die Windrichtung und der es umso schneller an das von der Hochfinanz gewünschte Ziel bringt, je leidenschaftlicher sich die von Trump angeführten Patrioten für ein freies Amerika einsetzen. Wenn sich die Amerikaner schließlich von Trump getäuscht und enttäuscht sehen, weil das Land den Bach runtergeht, so soll sich dies auch entsprechend auf die Patrioten in Europa auswirken, die unter dieser Entwicklung der Dinge ebenfalls resignieren sollen. Eigentlich beschäftige ich mich mit diesen Dingen in der Außenwelt nicht so gerne. Wenn ich jedoch sehe, wie viel Hoffnung nach wie vor, gerade in den alternativen Kreisen, in Trump und Q und das amerikanische Militär gesteckt wird, die dann für diese Pläne der Hochfinanz missbraucht wird, wünschte ich mir doch, sie würden Trump endlich durchschauen und keine Hoffnung und Energie mehr schenken, die letztlich doch nur für die Zerstörung des Westens genutzt werden wird. In den alternativen Medien grassiert ja seit Jahren die Geschichte, dass die Militärs Trump ausgewählt haben, um gegen den tiefen Staat und die NWO vorzugehen. Wahrscheinlich stimmt es sogar in einem gewissen Sinne und diese absehbare Entwicklung war einer der Gründe, warum die Hochfinanz die globale Steuerung von den USA nach China verlagert hat und beschloss, Trump für die Zerstörung des Landes zu nutzen. Ja, und diese Vorgehensweise der Hochfinanz folgt ganz dem Motto, wenn ihr unsere neue Weltordnung nicht wollt, dann lassen wir euch euren Willen und spalten euch auf und lassen euch verarmen, sodass ihr euch der NWO am Ende dennoch ungefragt beugen müsst, weil ihr nichts mehr habt und nichts mehr könnt. Für diesen ganzen Ablauf war es für sie entscheidend, dass Trump seine Rolle als amerikanischer Patriot auch überzeugend spielt. Die Unterstützung des US-Militärs bedeutet dabei nur, dass das Militär die Trump-Politik, die USA aus der Welt zurückzuziehen, um die Kriege zu beenden, unterstützt und dadurch auch der Hochfinanz hilft, die Macht der US-Elite zu zerstören, die USA verarmen zu lassen. Wenn die Spaltung der Amerikaner in links und rechts zu einem politischen Zerfall der USA in einen Restbundesstaat und mehrere Einzelstaaten führt, dann kann auch das amerikanische Militär nichts mehr daran ändern. Die Patrioten und das amerikanische Militär sind dann von der Hochfinanz und ihrem Frontmann Trump einfach nur klassisch ausmanövriert und für ihre Zwecke missbraucht worden, den Patriotismus zu zerstören. Auch wenn diese Zusammenhänge durchschaut werden und es dennoch schließlich gelingt, den tiefen Staat zu Fall zu bringen, wovon ich nach wie vor ausgehe, so wird zum Zeitpunkt des dann kommenden Endes des tiefen Staats Zerfall und Verarmung der USA und Europas nicht mehr zu stoppen sein. Wir werden dann schon arm sein. Es wird dann also nach wie vor zu einem schweren Gang durch Mordor mit einem sehr schweren Ring um den Hals kommen. Das heißt, wir werden mit der Verarmung zurechtkommen müssen, und diese nur beenden können, wenn es uns am Ende gelingt, unseren Materialismus, also Mordor, kollektiv so weit zu transformieren, dass wir in freier Zusammenarbeit gerechte Wirtschaftssysteme etablieren können, also gerecht von uns aus, nicht von oben aufgezwungen, wie das die Hochfinanz will. Systeme, die schließlich sowohl zu unserer endgültigen Befreiung als auch zum erneuten Aufbau von Wohlstand führen können. Ihr seht, es kommt nicht auf Trump an. Die ganze Energie, die ganze Hoffnung, die die Hochfinanz bei den Patrioten auf Trump gelenkt hat, wird nur genutzt, um die Ziele der Hochfinanz voranzutreiben. Wenn wir frei sein wollen, dürfen wir unsere Energie nicht mehr abgeben, indem wir auf Retter von außen hoffen. Es ist unsere Besinnung auf das Wesentliche, die kollektive Wiederherstellung einer ethischen Lebenshaltung und am Ende die Transformation unseres Materialismus, die uns retten und freimachen werden. Es liegt alles an jedem Einzelnen, nicht an irgendwelchen Mächtigen.
In Wahrheit sind alle Menschen gleichmächtig durch die Realität, die wir mit unserem Bewusstsein erzeugen. Wenn wir eine Realität erzeugen, die wenigen Menschen alle Macht gibt, ist dies ganz konkret unsere kollektive Schöpfung, weil wir unsere Macht abgeben und nicht verstehen, dass und wie wir sie abgeben, so dass andere sie gegen uns verwenden können. Die Frustrierung all der Hoffnungen, die wir auf einen Retter von außen richten, haben letztlich nur die Aufgabe, uns an diese Wahrheit zu erinnern, dass die Macht und Verantwortung immer beim Volk liegen, bei jedem Einzelnen von uns. Im Moment sind die Fronten zwischen den politischen und ideologischen Lagern so verhärtet, dass weder die Anhänger des Mainstreams noch die Anhänger Trumps, die auf eine Erlösung durch Trump hoffen, bereit sind, ihre Weltsicht in Frage zu stellen. Schon einfache Aussagen, die sie in Frage stellen, also die ihre Sicht in Frage stellen, führen dazu, dass Menschen sich abwenden oder aggressiv werden. Das heißt, dass die Weltsicht der Menschen sehr instabil geworden ist und sie mit einer Infragestellung nicht mehr umgehen können. Sie brauchen einerseits den Glauben, dass die Dinge so sein müssen, wie sie sie sehen oder sehen wollen, können dabei andererseits nicht entspannt bleiben, weil sie einerseits spüren, dass etwas an ihrer Sicht nicht stimmt, sie andererseits mit einer Erschütterung ihres Glaubens aber nicht umgehen können. Sie müssen quasi vor sich selbst und sich selbst gegenüber beschwören, dass sie die Dinge schon richtig sehen und dass sie so sein müssen. Dass Menschen ihre Sicht der Welt immer mehr vor jenen abschotten, die diese Sicht in Frage stellen, zeigt also, dass eine notwendig gewordene geistige Anpassung nicht stattfindet. Ein Wandel wird schlichtweg abgelehnt, weil die damit verbundenen Anpassungen unerwünscht sind oder zu unangenehm oder unerwünscht, weil sie zu unangenehm wären. Durch die Verweigerung der Anpassung an einen Wandel gibt es Lager, die sich immer rigider abschotten, um sich nur noch in den eigenen Reihen in ihrer Sicht der Welt zu bestätigen und diese dadurch aufrechtzuerhalten. Das passiert ja auch innerhalb der ganzen Telegram-Gruppen im Endeffekt. Dadurch wird aber jeder, der diese Sicht bedroht, zu einem Feind erklärt und auch als solcher behandelt. Dadurch nimmt die Kommunikation zwischen den Lagern immer mehr ab und die Spaltung der Gesellschaft zu. Und das führt wiederum dazu, dass die Mächtigen diese gespaltenen Lager leicht gegeneinander ausspielen können, uns weiter in Richtung NWO zu steuern. Gemeinsam ist den gespaltenen Lagern die Grundhaltung zu glauben, die eigene Sicht durchsetzen zu müssen, damit die Dinge in der Welt besser werden können. Und es ist diese zwanghafte Grundhaltung, die wir nur dadurch aufweichen können, dass wir die Menschen, dass wir alle Menschen so lassen, wie sie sind, uns bewusst auf das fokussieren, was in unserer Hand liegt. Und das bedeutet, letztlich, also das bedeutet eine Wiederholung der beiden Aussagen im letzten Video, nämlich an unserem eigenen Bewusstsein zu arbeiten und gemeinsam mit Gleichgesinnten für praktische Lösungen für die Probleme in der Gesellschaft zu engagieren. Es geht also nach wie vor um die Entwicklung unseres Bewusstseins von der Angst hin zu Vertrauen und Liebe und vom Zwang hin zu Akzeptanz und Kooperation. Und um die Bereitschaft, uns auf das zu beschränken, was wirklich in unserer Hand liegt und wir selbst tun können. Das war es wieder für heute mit einem Video vor dem Amtsantritt, also unmittelbar vor dem Amtsantritt Bidens und vor dem anscheinend geplanten härteren Lockdown. Klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal. Hinterlasst unten eure Kommentare und Fragen und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in uns Frieden sein. Macht's gut, bis dahin.